Das Wechseltheater um Gareth Bale könnte schon bald ein Ende haben. Wie die englische Times berichtet, sei Bale einem Wechsel zu Manchester United nicht abgeneigt. Die Red Devils hatten zuletzt Interesse am Waliser geäußert. Bisher hat Bale einen Abgang von Real Madrid komplett verweigert, obwohl er in den Planungen von Trainer Zidane schon lange keine Rolle mehr spielt. United braucht noch dringend Verstärkung auf dem Flügel, nachdem Wunschspieler Jadon Sancho in Dortmund bleiben wird. Real würde Bale wohl am liebsten direkt verkaufen, während United eher an einem Leihgeschäft interessiert ist. Olympique Lyons Memphis Depay geht wohl zum FC Barcelona. Der offensive Mittelfeldspieler gilt schon länger als Wunschspieler von Barca-Coach Ronald Koeman. Laut verschiedenen Berichten niederländischer Tageszeitungen haben sich die Clubs jetzt wohl geeinigt. Die Ablöse soll sich auf rund 30 Millionen Euro belaufen. Koeman und Depay kennen sich bereits aus der niederländischen Nationalmannschaft. Der 26-Jährige wäre die erste Verpflichtung des ehemaligen Bonds-Coach beim FC Barcelona. Vor dem DFB-Pokalduell zwischen dem MSV Duisburg und Borussia Dortmund hat Sebastian Kehl einen Wechsel von Supertalent Jadon Sancho erneut ausgeschlossen. Auf die Frage der ARD, ob Sancho in Dortmund bleibe, sagte Kehl: Garantiert. Jadon wird bei Borussia Dortmund in dieser Saison spielen. Das haben wir schon vor ein paar Wochen ganz klar gemacht. Da wird es keine Veränderung geben. Manchester United wollte den 20-Jährigen unbedingt in diesem Sommer verpflichten. Nach Sport1-Informationen soll der englische Rekordmeister aber kein Angebot abgegeben haben. Die Ablöseforderung des BVB liegt bei 120 Millionen Euro.